Mancherlei in 12 Bildern. Hier könnt ihr hübsche Bilder sehen, die wir euch zeigen wollen. Auch werdet ihr schon leicht verstehen, was sie bedeuten sollen. Es hat ein Maler sie erdacht, der Kindern gerne Freude macht. Hängt der Weinstock voller Reben, sind die Trauben weich und süß. Ei, das ist des Winzers Leben. Reiche Ernte folgt gewiss. Doch Kinder trinken keinen Wein. Er könnte ihnen schädlich sein. Der Hirte führt in aller Früh die muntern Schäfchen auf die Weide. Da wächst ein prächtiger Schmaus für sie. Da springen sie auch voller Freude. Der treue Hund bewacht den Haufen und keines wagt davon zu laufen. Trara trara, der Jägersmann zieht in den Wald hinaus. Schlau legt er seine Flinte an. Puff, fährt das Blei heraus. Der arme Hase muss es büßen. Will Jägersmann ein Wildbret schießen? Das Obst, das uns so oft erquickt. Die Blumen, die so lieblich blühen. Die Laube, die den Garten schmückt. Das alles muss der Gärtner ziehen. Drum ehret mir den braven Mann, der vielfach uns erfreuen kann. Nach allen Winden, hin und her, durch mancherlei Gefahren, fährt kühn der Schiffer übers Meer und holt viel schöne Waren. Die Segel sind des Schiffes Flügel, das Steuerruder ist sein Zügel. Oft harrt der Fischer stundenlang, bei Regen oder Sonnenschein, und hofft auf einen guten Fang. Taucht sich der Kork ins Wasser ein, jetzt zieht er die Angel rasch in die Höhe. Da zappelt das arme Fischchen. Oh weh! Ei, seht die vielen Bienen fliegen und hört sie summen, summ, summ, summ. Da kommen sie in dichten Zügen und schwirren um den Korb herum und fliegen ein und fliegen aus und tragen Honig in ihr Haus. Tief unten in der Erde Nacht, da tönt des Klopfers Schall. Der Bergmann fährt in finstern Schacht und suchet nach Metall. Glück auf, das ist des Bergmanns Gruß, der stets dem Glück vertrauen muss. Du böser Mann, pfui, schäme dich, die lieben Vöglein wegzufangen. Soeben noch erfreut ich mich, da sie so schön und munter sangen. Husch, husch, ihr Vöglein, fliegt zum Wald, sonst fängt das Netz euch gar zu bald. Seht hier prächtige Sachen stehen, Trauben, Nüsse, Birnen, Pflaumen und Melonen, reif und schön. Alles schmackhaft für den Gaumen. Heda, geht nicht so vorbei, sondern kauft euch allerlei. Die Spinnerin könnt ihr hier sehen, wie sie ihr Rädchen schnurren lässt. Das Rädchen muss sich munter drehen, dann wird der Faden gut und fest. Und von dem Garn, das sie gesponnen, wird weiße Leinewand gewonnen.